Toilette der Station. Wenn man Glück hat, ist sie sauber. Manchmal hört man leise Wimmergeräusche aus den Kabinen. Man sagt mir, das sei ganz normal. Okay, welche Nummer war das nochmal? Pi irgendwas. P31, P32. Es wird alles gut, Herr Arndes. Mir liegt die Sache sehr am Herzen und ich werde schnell eine Lösung finden. Ah, Dr. Krukowski. Gut, dass ich Sie hier sehe. Guten Morgen, Herr Heydrich. Was verschafft uns die Ehre? Er ahnt es natürlich. Ich habe gehört, als dass er auf dem Weg der Besserung sei. Da bin ich sehr erleichtert. Der Arme hat ja ganz schön was abbekommen. Der Zwischenfall hat uns die letzten Tage sehr beschäftigt, wie Sie selbst wissen. Das weiß ich ja. Ich habe die letzten Tage Blut und Wasser geschwitzt. Nicht nur, dass das Ganze versicherungstechnisch wirklich unschön ist. Ich habe mir große Sorgen um unsere Patienten gemacht. Natürlich auch um unseren jungen Assistenzarzt. Ich hoffe, Sie sind wieder auf den Beinen. Sie sind wieder voll einsatzfähig. Ja, es geht schon. Danke, Herr Heydrich. Toll, dass Sie wieder für uns da sind. Wirklich, das bewundere ich sehr. Ich gebe Ihnen natürlich keine Schuld für den Unfall. Niemand im St. Ursula tut das. Das St. Ursula selbst ist für diesen Unfall verantwortlich. Deswegen nehmen wir uns auch persönlich in Verantwortung. Ich habe für Herrn Arndes bestmögliche Behandlung veranlasst. Deswegen haben wir ihm einen Platz in der besten Reha-Klinik des Landes verschafft. Er wird dort rund um die Uhr gut versorgt. Die Ruhe wird auch seiner altersbedingten Demenz zugutekommen. Darum freue ich mich auch, dass wir uns heute Morgen treffen, Dr. Krakowski. Ach so. Ja, bitte tun Sie mir den Gefallen und beurteilen Sie heute im Laufe des Tages ja mal das Zustand. Wenn Sie ihn mit gutem Gewissen entlasten können, geben Sie mir Bescheid. Dann werde ich direkt einen Transport veranlassen. Verstanden. Ich schaue ihn mir gleich an und gebe unten Bescheid. Danke, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Unsere Zeit ist kostbar. Ah, und sollten Sie Verstärkung in Ihrem Team brauchen, schaue ich, was ich tun kann. Eine funktionierende Infrastruktur ist unabdingbar. Wir wollen nicht, dass unsere Belegschaft wegen Überlastung ausfällt. Machen Sie es gut und haben Sie einen erfolgreichen Tag. Ja, wie dem auch sei. Guten Morgen, Herr Arndes. Wissen Sie, meine Tochter, Sie. Wissen Sie, meine Tochter sieht ganz genauso aus wie Sie. Ja. Hat Ihre Tochter aber großes Glück. Wie geht's Ihnen heute? Das habe ich doch gerade als schon erzählt. Da war ich leider noch nicht im Raum, Herr Arndes. Was wollen Sie denn hier? Ich möchte mich erkundigen, wie es Ihnen geht und mir Ihre Verbände ansehen. Wann gibt es denn Mittag? Danach. Okay, dann machen Sie schon. Nee. Was? Ja. Herr Arndes leidet unter Demenz, ist aber, wie Sie sehen können, noch relativ fit. Er hat sich durch besagten Zwischenfall eine Wunde am Bein zugezogen. Und eine mittelschwere Gehirnerschütterung hat er ebenfalls. Seien Sie doch so nett und wechseln Sie den Verband von Herrn Arndes. Es ist wichtig, die Verbände frisch zu halten. Zudem können wir so einen Blick auf die Wunde werfen. So, jetzt direkt die Verbände wechseln? Sie können auch Herr Arndes fragen, ob er es selber machen will. Bin sicher, er ist geschickter als Sie. Okay, ich mache ja schon. Guten Morgen, Herr Arndes. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Was? Kann ich sie? Ja, also vielleicht.
Es gab da diesen Unfall, wissen Sie? Ich hörte Lasagne, aber lassen Sie den Salat weg. Ich kann das Grundstück nicht leiden. Ja, das? Finny, was tun Sie da? Soll ich Ihnen noch Tee und Kuchen bringen? Ja, und das hat der ganze Stress nicht getan. Jetzt gönnen Sie ihm Ruhe und machen Sie Ihre Arbeit. Ich wollte nur... Okay. Behandlung. Eine gute Versorgung ist alles. Drücke und halte dafür die angezeigte Taste. Achte darauf, dass du nicht mehr Tasten drückst, als angezeigt werden. Sei so schnell wie möglich und lasse zwischendurch keine Tasten wieder los. Drücke Ihren Kurzfahren. Oh je. Oh je. Das wird interessant. Wäre richtig grauenhaft. Sieh mal einer an. Der Verband ist zwar nur so Mittelklasse, aber ich bin mit dem Zustand der Wunde zufrieden. Ich komme später nochmal zu Ihnen und prüfe Ihre Werte. Aber es besteht eine Chance, dass wir Sie zeitnah entlassen können. Das wäre schön, Frau Krokowski. Doktor? Nein, nein, ich bin kein Doktor. Ich bin nur ein alter und zerstreuter Geist. Oh Mann. Okay, wir sind hier durch. Ja, Finley. Kommen Sie zu mir und ich übergebe Ihnen Ihre Aufgaben für die heutige Schicht. Da sind Sie ja. Sind Sie fit? Ja, alles okay. Ich freue mich, wieder am Start zu sein. Dann freue ich mich auf eine reibungslose Schicht. Ich schalte Ihnen die Aufgaben für den heutigen Tag frei. Die Wände bröckeln auseinander, aber es bleibt Geld für die Digitalisierung. Ich glaube nach wie vor nicht an diese digitale Patientenakte. Aber Heidrich und Theobald sind hellauf begeistert. Nach einem ersten Testlauf und einigen Updates sollten sie jetzt alle Stationen dieser Apps nutzen. Es hilft sicher beim Datenschutz, aber von der Zeitersparnis merke ich bisher nichts. Wie dem auch sei, öffnen Sie einfach die St. Ursula App auf Ihrem Smartphone. Der Rest sollte sich von selbst abklären. Okay, erstmal hier. Heidrich haben wir kennengelernt. Roman Heidrich macht den Finanzkram im Krankenhaus. Für mich wäre das überhaupt nichts. Aber vielleicht macht es ihm ja Spaß. Er hat mich heute auf den Unfall angesprochen. Scheint sich so um mich und Herrn Anders zu machen. Ladedaten herunter. Daten aktualisiert. So. Die Akte zeigt Ihnen, wen Sie behandeln müssen und was zu tun ist. Das versteht sogar ein Kleinkind. Irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie Ihre heutigen Aufgaben erledigt haben. Und passen Sie auf, dass Sie am Ende der Schicht nicht noch mehr Pflaster im Gesicht haben. Ich werde Ihre Arbeit im Auge behalten. Bewerten. Geben Sie sich Mühe. Oh je. So, Medikamente auf 301. Abhören auf 303 und 304 in Verband wechseln. Dann machen wir das mal. Hallöchen.
Hallo. Sind Sie ja wieder. Schön, Sie wiederzusehen, Frau Martin. Das nächste Mal lieber in einem anderen Kontext. Ja, das würde mich auch freuen. Geht's Ihnen nicht besonders? Fühle mich etwas aufgekratzt. Habe das Gefühl, dass ich manchmal keine Luft bekomme. Ich habe starke Bauchschmerzen. Haben Sie Sodbrennen? Ich habe immer Sodbrennen. Seit Jahren schon. Ja, mit deinem Magengeschmür, das ist nicht zu spaßen. Ich hatte die letzten Monate viel Stress. Ich habe mich oft mit meiner Tochter gestritten. Und mein Job macht mir ganz schön zu schaffen. Es tut mir sehr leid, Frau Martin. Denken Sie, dass das Geschwür vom Stress kommt? Nein, das denke ich nicht. Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, nur von Stress ein Magengeschwür zu entwickeln. Auch wenn Stress dem Magen nicht gut tut und Sodbrennen davon bekommen kann. Können Sie etwas dagegen tun? Sie sind zum Glück früh genug hergekommen, das ist gut. Die Tests von letzter Nacht zeigen, dass Sie einen bakteriellen Erreger im Magen haben. Das ist vermutlich für das Geschwür verantwortlich. Ich werde Ihnen erstmal Medikamente verordnen. Alles, was hilft. Gut, dann so wollen wir mal sehen. Medikation. Verschreibe die richtige Medikation. Versuche mit so wenig Medikamenten wie möglich alle Werte ins Optimum zu bringen. Ein Medikament beeinflusst immer zwei verschiedene Werte. Zeichne das Rezept, wenn du mit der Einstellung zufrieden bist. Aha. Okay. Weiß nicht, wofür das Orange und so da ist, aber. Wir brauchen mehr Rot. Wir brauchen weniger Blau und Orange kann sie bleiben. So wenig Medikament wie möglich dieses. Oh je. Dann können wir das irgendwie wieder. Ich muss das noch ein bisschen üben. Okay, wir brauchen blaue Minus. Machen wir das erstmal so. Können wir wieder Orange Minus machen. Es gibt dann Rot Plus. So. Rot Plus und Grün Plus. Das könnte, ja, es könnte schon, das könnte gehen. Die drei Tabletten. Haut hin. Behandlung abgeschlossen. Ah. So, das sollte schnell für Besserung sorgen. Vor dem Mittagessen wird noch jemand kommen und Ihnen Medikamente geben. Versuchen Sie bis dahin etwas zu schlafen. Ja, ich sollte mal die Augen zumachen. Ich lag vor Schmerzen die ganze Nacht wach. Gute Besserung. Wir sehen uns später. Danke und gute Nacht. Okay, 301 haben wir gelöst. Auf in die 303. Dann hole ich nochmal den Patienten hier ab. Hey Doc, wie heißen Sie? Hey Larissa, ich bin Finley.
Ich werde dich in den Kommentaren untersuchen, okay? Weshalb so wild. Okay, wie Sie meinen, Doktor. Ich würde mir gerne mal deine Lunge anhören. Heißt das, Sie wollen dieses kalte Dingens auf meine Brust drücken? Ich werde die Stimmen immer komplett unterschiedlich sprechen. Das ist schon je nach der Pause wieder. Das ist da oft mal nicht. Ich werde mir das zwischen den Streams auch nicht merken. Versuche mal so ein bisschen Stimmen zu verstellen, aber naja. Ja, genau das. Aber so kalt ist das gar nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, es ist tatsächlich meistens etwas kalt. Aber nur für einen kurzen Moment. Das wird gehen, oder? Ja, okay. Wollen wir loslegen? Ja, los geht's. Abhören. Das Herz springt und die Lunge rasselt. Drücke im richtigen Moment die angezeigten Tasten. WASD. Halte WASD, wenn eine Taste auf der oberen oder unteren Linie auftaucht. Okay, mal schauen. WASD. Das sind aber die Pfeiltasten. Haben wir bisher alle getroffen und alle verfehlt. Ah, okay. C. Aber die Pfeiltasten. Der stand wie ASD drücken. Können wir das nochmal wiederholen? Das war echt nur kurz kalt. Was haben Sie gehört? Alles halb so mit langsam. Machen Sie halt. Aber man hat ein leichtes Rasseln gehört. Rasseln, so wie das Instrument, ja, so in der Art. Das habe ich mal im Schulorchester gespielt. Verschluckt habe ich sie nicht, versprochen. Das Rasseln kommt auch eher von dir selbst. Ist das schlimm? Kennst du die Krankheit Asthma? Wir kriegen das schon in den Griff. In der Akte steht, dass du gestern eingeliefert wurdest. Da hast du ein Medikament bekommen. Dann wurde es direkt besser, oder? Ja, ich dachte, ich muss ersticken. Voll gruselig. Aber dann ging es mir auf einmal besser. Das war krass. Ja, das glaube ich. Wir werden dich noch ein wenig beobachten. Mach dir keine Sorgen. Es war wirklich unschön, was du erlebt hast, aber jetzt geht's wieder bergauf. Okay, Doc. Versuche es dir hier so gemütlich wie möglich zu machen. Ich schau morgen nochmal nach dir, okay? Geht klar. Naja, das haben wir ja eher so semi gelöst. Wait, warum sind die Teufel hier auf dem... Was sind das, Katzen? Und mal das Katzen. Die Zeichen auf die Notausgang schildern. Jetzt einmal Verband wechseln. Guten Morgen, Frau Helmig. Sie haben gerade einen Schilddrüsen-OP hinter sich, korrekt? Wie geht es Ihnen heute? Ich habe viel Durst. Reden und schlucken ist schwer. Verständlich. Dann schonen Sie sich bitte. Das Trinken kann etwas beschwerlich sein nach einer Operation. Aber sobald die Wunde etwas verheilt und die Schwellungen abgeklungen sind, geht das wieder. Sie kommen schnell wieder auf die Beine. Das wäre schön. Ich würde ungern die letzten schönen Tage des Jahres hier drinnen verbringen. Das wären Sie auch nicht. Ich mache Ihnen Verbände neu und schaue kurz auf ihre Naht. Okay, wie war das? Die Tasten gleichzeitig drücken. Oh je, wo ist das O? Schnell Tasten drücken.
O. Und E. Das war schon besser. B. A, B und C haben wir heute gesammelt. Ist doch gemischt. Alles gut soweit? Sieht alles sauber aus. Versuchen Sie möglichst wenig zu reden und viel zu trinken. Oh, okay. Viel trinken ist auch für euch wichtig. Gerade im Sommer. Bei den Temperaturen draußen. Prost. Alles erledigt, Dr. Krokowski. Gut. Wie lief es? Ganz gut, denke ich. Dann lassen Sie mal sehen. A, C, B. Insgesamt B. Durchschnittliche Leistung. Leider. Ich rate Ihnen, am Ball zu bleiben und sich zu verbessern. Schauen Sie zu, hören Sie zu und vor allem sammeln Sie Praxiserfahrung. Ich werde Ihren Fortschritt weiter im Auge behalten und bin bereit für Überraschungen. Also gut, ich habe noch eine Aufgabe für Sie. Dabei haben Sie die Gelegenheit, mir Zeit zu sparen und das Krankenhaus etwas besser kennenzulernen. Klar, was kann ich tun? Bitte gehen Sie für mich ins Labor im ersten Untergeschoss. Einfach das Treppenhaus bis ganz nach unten. Die Tür ist auf der rechten Seite. Sie können aber auch den Aufzug nehmen, wenn Sie wollen. Ich habe bei Dr. Hanlil einige Blutproben untersuchen lassen und brauche die Ergebnisse. Schaffen Sie das, ohne sich zu verletzen, finde ich? Solange nicht die Treppe unter mir einstürzt, wird das klappen. Dann drücken wir hier alle mal die Daumen. Auf geht's, ich brauche die Ergebnisse heute noch. Labor ist Untergeschoss. Dr. Hanlil, verstanden. Können wir es mit dem Fahrstuhl versuchen? Ein bisschen Angst vom Fahrstuhl ist noch da, aber... Labor. Verschlossen. Hallo? Okay, dann spreche ich den Fahrstuhl. Sehen Sie die rote Lampe über der Tür? Die was? Ja, die sehe ich. Gut, ausgezeichnet, sehr wohl. Also, ich bin hier um... Sie sehen doch die rote Lampe. So war mir... Ja, ich sehe die rote Lampe. Eine rote Lampe heißt in der Regel so viel wie schwer beschäftigt. Vermuten, negativ, kein Zugang oder einfach nein. Ich brauche dringend die Blutwerte für Dr. Krokowski. Dr. Krokowski? So... Ich sehe eine veränderte Schlage. Wollen Sie mal einen Zaubertrick sehen? Nicht sicher. Doch sicher wollen Sie. Passen Sie auf. Tada! Wunderbar, nicht? Und ich bin noch nicht mal aufgestanden. Und jetzt darf ich rein? Na, was denken Sie denn? Sie sehen doch ein grünes Licht, nicht wahr? Beendete Sachlage, hat er gesagt. So, da bin ich. Huch. Was machen Sie denn hier? Ich war draußen an der Tür. Ich habe doch gerade mit Ihnen geredet. Faszinierend. Und? Und was? Das Licht, war es grün? Ja, es war grün. Exzellent. Hören Sie. Ich brauche die Blutwerte, die Dr. Krokowski bei Ihnen angefragt hat. Ah, in der Tat. Wieso verschwenden wir dann unsere Zeit mit dem Plausch? Folgen Sie mir, ich denke, ich habe Ihre Werte hier irgendwo. Mr. Maulwurf, dass der überhaupt sagen kann, was gut und grün ist. Also ja. Ich denke, hier werden die Dokumente sein, nachdem es begiert. Sie haben Ihre Dokumente im Blutschrank? Ja, schließlich sind doch
die dazugehörigen Proben auch dort. Ich bin ein Freund kurzer Wege, wissen Sie? Ein Tag wird deutlich effizienter, wenn man die Wege zwischen A und B entfernt. Wenn es nach mir geht, habe ich alles an einem Ort. Das spart zusätzlich unnötige Sortierarbeit. Und Sie werden von den Früchten meiner Sorgfalt profitieren. Nun denn. Wobei. Oh je, oh Schreck. Was ein Missgeschick. Mein Herz machte einen Sprung bei diesem Knall. Mein ganzes System. Ich. Lassen Sie mich nur kurz wieder Ordnung schaffen und das ist nur wieder in Ordnung. Oh je. Kann ich Ihnen helfen? Wie meinen? Sie wollen mir helfen? Ist aber überaus unangenehm. Ach, das passiert. Lassen Sie mal sehen. Moment mal. Was sollen denn die bunten Decke auf den Proben? Das ist das, mein Lieber. Das ist mein Sortierungssystem. Hehe. Das sieht kompliziert aus. Ganz im Gegenteil, es ist kinderleicht. Jede Probe hat einen Sticker auf dem Deckel. Dieser besteht aus 4 verschiedenen Farben. Durch den Sturz sind ein paar Proben herausgefallen. Andere haben sich an ihrem Platz gedreht, sodass die Ausrichtung nicht mehr stimmt. Sie müssen die Proben so drehen, dass alle gleichen Farben zueinander zeigen. 4 richtig gedrehte Proben ergeben ein einfarbiges Quadrat. Wenn alle Proben richtig gedreht sind, wissen Sie, wo die rausgefallenen Proben hingehören. Ganz einfach. Sie sind sehr pfiffig. Dann wollen wir mal. Oh, Bayer. Ja.